Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Denkfabrik. Erfolgreicher Leben durch produktive Gedanken. Und heute wieder einmal in der Rubrik Bücher, die du gelesen haben solltest, beziehungsweise die du zumindest kennen solltest. Heute mit Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann. Schon der Klappentext des Buches nimmt die Geschichte vorweg. Katharina Blum ist eine hübsche Frau, über die in der Zeitung unseriös und reißerisch berichtet wird und daraufhin den Journalisten Töttgens, Interpretationssache meiner Meinung nach, erschießt. Wie kommt es dazu? Blum, eine Wirtschafterin, die sich durch Genauigkeit, Sparsamkeit, Hilfsbereitschaft und Ehrgeiz auszeichnet, lernt auf einer Feier den Kriminellen Ludwig Götten kennen, mit dem sie sich noch am gleichen Abend nach Hause begibt. Daraufhin kommt sie ins Visier der Polizei, die Katharina Blum mehrmals vernimmt. Bei der Protokollführung besteht die Frau mehrmals auf Änderungen im Text, da sie in einigen Begriffen einen Unterschied sieht, zum Beispiel in Zudringlichkeit und Zärtlichkeit. Zärtlichkeit sei eine beidseitige und Zudringlichkeit eine einseitige Handlung. Das stellt einen Kontrast zu der Zeitung dar, die über Katharina Blum verdreht, reißerisch und unbesonnen berichtet. Auch die Interviews ihrer Mitmenschen werden völlig anders wiedergegeben. So wird aus klug und intelligent eine Aussage von Dr. Blorner, ein Arbeitgeber von Blum, eiskalt und berechnend. Andere Zeitungen berichten zwar seriös über ihren Fall und nehmen sie sogar in Schutz, was aber nicht ins Gewicht fällt, da die Zeitung die höchsten Auflagen hat. Die Sensationsgier geht sogar so weit, dass der Journalist Töttgens zu Katharinas Mutter vordringt, die sehr krank im Krankenhaus liegt. Auch ihre Worte werden verdreht und sie stirbt kurz darauf, was wiederum für einen hetzerischen Text sorgt. Auch Katharinas Mitmenschen kommen ins Visier der Zeitung und werden Opfer der Boulevardzeitung. Katharina erhält inzwischen Drohbriefe und weniger schmeichelhafte Anschreiben. Schlussendlich bietet sie Töttgens ein Exklusivinterview an, erschießt ihn aber in ihrer Wohnung. Daraufhin fährt sie wenig später zur Polizei und stellt sich. Katharina wurde von einer blumenhaften zu einer verzweifelten und wütenden Person ohne Reue. Das Buch zeigt realistisch, wie Journalisten und Zeitungen das Leben von Menschen in der Hand haben und zerstören können. Es ist das Kernthema der Erzählung. Die Polizei verhält sich zwar korrekt, aber stellenweise fragt man sich als Leser, ob einige Fragen an Katharina wirklich notwendig sind, beziehungsweise wie schwer es als Verdächtige ist, wenn Lücken im Leben gefunden werden, die jedoch wenig mit dem eigentlichen Fall zu tun haben. Interessant sind die Mitmenschen von Katharina, die ihr so gut als möglich helfen, aber später selbst ins Visier der Presse geraten und dadurch ihr Leben eine negative Wendung nimmt. Interessant ist der Name der Hauptakteurin, Katharina Blum. Namen sollten bei jeder Literatur beachtet werden, denn sie haben meistens einen direkten Bezug zur Geschichte. Katharina kommt aus dem Griechischen und bedeutet die Reine. Blum assoziiert man sofort mit Blume. Aus diesen beiden Wörtern lässt sich die reine Blume bilden. Der Journalist hat den Namen Töttgens. Was eher negativ bewertet wird, da an Töten gedacht wird. Schon allein durch die Namensgebung kann auf Handlungen und Charakterzüge der Personen geschlossen werden. Da dies keine ausführliche Literaturbesprechung ist, packe ich, für die, die mehr wissen wollen, einige Links in die Beschreibung. Für die anderen hoffe ich, einen guten Überblick über das Buch gegeben zu haben, denn auch wenn man es nicht liest, sollte man zumindest, ja, darüber gehört haben. In der Beschreibung findet ihr auch einen Link zu dem Buch
dieser führt zu Amazon. Es ist ein Affiliate-Link, das heißt, wenn ihr dieses Buch über meinen Link kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Ihr bezahlt dadurch nicht mehr, sondern könnt mich auch in dieser Form unterstützen. In diesem Sinne, schreibt mir doch, wenn ihr das Buch gelesen habt, ob es euch gefallen hat und wie ihr darüber denkt. Ich würde mich freuen und in diesem Sinne, tschüss.